Hallo, meine Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin's wieder, ja, Dennis hier am Start und herzlich willkommen zu meinem Projekt. Jawohl, Dennis, Spukshow ist angesagt, Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir spielen heute mal die erste Folge von Resident Evil 7 Biohazard. Ja, mal gucken, was kommt. Moin, grüßt euch. Was geht bei euch? Alles klar oder was? So, ja, ihr habt schon gehört. Resident Evil 7, Biohazard ist angesagt. Und jo, ich kenne das Spiel ja noch vom letzten Jahr aus der Demo-Version auf der PS4. Und ja, das war ich schon ganz überrascht gewesen. Und ja, ich will einfach nicht zu lange sabbeln, Freunde. Lass uns einfach loslegen und jo, schauen wir mal. Und übrigens, was ich noch zu sagen habe, ist, bevor wir jetzt loslegen, ein neues Spiel starten. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Likes und für die Kommentare, ob ein paar Kritiken dabei waren. Aber Freunde, für Kritiken bin ich zu haben. Es ist besonders so sehr, sehr wichtig, um halt viele Dinge auch verbessern zu können. Wie zum Beispiel jetzt mit dem GTA-Cooler-Video, mit dem Savage. Das ist natürlich klar falsch editiert gewesen, aber keine Angst. Da kommt auf jeden Fall nochmal ein neues, aber heute habe ich echt mal Bock, einfach mal jetzt um die Uhrzeit auf Resi 7. Und ja, Bud Spencer, die letzte Folge kommt auch. Ja, Dennis, Schnauze, los geht's, viel Spaß, jetzt geht's los. Und falls ich in die Hosen scheiße, erstmal einfach. Oder schreien sollte. Naja, ihr werdet es auch in den ganzen Spukshows erleben, Freunde. So, erstmal einen Schluck Wasser trinken und mal langsam das Licht ein bisschen verringern. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause, yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schick dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Ja, sehe ich aus wie ein Suchtrupp? Ich such dich trotzdem, Madame. Ich freue mich schon drauf. So, nochmal ein Zug von der Ach, Freunde. Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh, hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht, tja. Ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Dann haben wir uns, ja, die Startrunde so gleich so gut erstmal beendet. Und das Ganze erinnert mich ein bisschen an Enderman. Oder nee. Eins war das, genau. Zum Murkoff-Psychiatrik. Das erinnert mich so ein bisschen daran, nur dass hier halt kein Schloss ist. Hier sollte es sein. Beziehungsweise die Psychiatrie, hier sollte es sein, ne? Ja, lass uns mal nachschauen. GNAWSD, ja, klar, ist ja Standard, ne? Also, alter Schwede, ich hoffe, ich kacke mir gleich jetzt schon in die Hose. Da würde ich mal sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Zug von Innozek. Und dann kann es auch losgehen. Also so wie es auch mit Apfelgeschmack.
Da ist nur Nikotin drin. Ich weiß nicht, Freunde, ob euch das sowas sagt. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Die Erstanschaffung ist zwar bei 70 Euro, aber dafür kann man, wie gesagt, die Power-Einzahl, die Stärke einstellen. Ne? Und man hat auch eine integrierte Uhr drin. Ne? Man muss halt nur aufpassen im Verschleiß, dass man die, wenn das Liquid alle ist, dass man halt die auch reinigt. Ne? Und gut, alles klar, scheiß drauf. Es geht ja um die Spuckshow weiter. Also, Razy 7. Gut. Dann wollen wir mal. Na, habt ihr schon Angst, meine lieben Zuschauer? Ja, ich war hier schon mal gewesen, ich gestehe. Ich hab hier schon vor Angst hingepisst. Alter, das Haus, ey. Spielhinweise ansehen. Ein Glück, Alter, dass es nicht nachts ist. Mia finden. Ja. Hallo? Achso, Gönner F, Position bewegen, schließen. Schließen. Danke. Muss ich da jetzt wirklich rein? Es ist doch mein ehemaliger Nachbar, Mensch. Hallo? Taste F. Verschlossen. Ja, ist gut. Ist gut. Boah, ich mag gar nicht runtergucken, dann wieder hochgucken, ey. Alter, was ist los für ein Geräusch, Mann? Ist doch herrlich der Tag, ey. Wollen wir mal klingeln? Klingelstreich! Opa Heinrich! Hallo? Ich bin dein persönlicher Postbote. Ich habe eine extra Kackwurst für dich in der Hose. Die soll ich dir abliefern. Schönen Gruß von Dennis. Ja, verdammt. Was heißt verdammt? Verdammt ist... ja... Okay, lass uns mal hier noch ein bisschen umsehen. Ich habe da irgendwie so eine Vorahnung. Shift ist... Laufen, Alter. Ich dachte, da steht hier mal eine Motorhaube. Alter. Shift. Shit. Alter. Na, kein Stromstau hier? Ja. Doch. Ist hier Strom? Nee, ist kein Strom. Na gut. Sogar mit Stativ. Oh, das Auto sieht auch nicht mehr so in Ordnung aus. Aber wollen wir da mal reingucken. Einen wunderschönen guten Tag. Hauptzollamt. Oh. Silvergators. Kannst du die Scheiße nicht mehr. Silvergators Episode 17. Was ist denn das denn? Ein Waldporno oder was? Ah, hier. Projektvorschlag. In einem Geisterhaus von Louisiana schleichen. Zurück. So, gut. Weiter nix hier. Alles klar, dann machen wir die Scheißtür wieder nicht zu. Nimm ihre Gabe an. Wenn ich darf, also warum nicht? Die Gabe nehme ich gerne an. Solange ich nicht gleich hier schon geschreddert werde. Also fliegen. Komm, wir rennen jetzt mal ein bisschen hier. Alter! Was? Freut ihr euch, ich krieg jetzt schon Gänsehaut. Keine Ahnung. Der Typ sah mir echt eben unheimlich aus. Alter! Ich werd ja schon wohl erwartet, ne? Hier ist nix, aber ich dreh mich doch nicht um. Alter, wo muss ich denn lang? Okay, also hier auf jeden Fall schon mal nicht. Aber hier. Alter, wo ist der Typ? Wie kann er so schnell rennen? Alter, ich will das gar nicht mehr weiterspielen. Ich bin Horrorspiele nicht gewöhnt, hä? Was? Ach du heiliger Suppenfick. Ach du heiliger Suppen. Na bitte, du musst du da liegen, du scheiß blödes Kadaverding, Alter! Hallo? Alter.
ist das, ey? Ist das hier alles Schallplatten, oder? Das sind Sägen. Hocken. Ich hock doch jetzt echt nicht. Alter, ich hoffe, da passiert nichts. Aufstehen, aber zackig. Ey, wie kommt der Typ so schnell hier vom... Alter. Was geht hier vor? Guck mal, wieder so ein Pissfleck hier. Und da vorne auch. Ist das doch irgendwie ja nicht da nichts Gutes. Da ist doch jemand im Gebüsch. So fast so wie Forrester. Aber. Alter. Warte mal, Freunde. Ich will eben kurz mal was machen. Oh. Junge Lotzki. So. Alter. Da ist der Eingang. Sehr schön. Wir sind am Haus. Juhu. Huch. Ah. Ich will da nicht hingucken. Ich will da nicht hingucken, Alter. Und, wow. Das ist doch... Ja gut, das kenne ich ja von der Demo. Aber ohne Handtasche. Heb mal wieder auf. Näher untersuchen, ja. Ja. Führerschein. Oh, ein Führerschein. Texas, was? Na ja. Ist da noch was? Oh, eine Errungenschaft. Drehen wir mal. Was ist das denn? Alter Freude, wir wie. Einen Moment, Freunde, ich weiß nicht, ob ich hier einbilde, aber geht sofort weiter. Kleine Abwechslung. Geil, das ist eine Sache, was ich auch noch nie gemacht habe. Nein, Freunde, da ist nichts. Alles gut. Ich habe mir das trotzdem eben gerade ein bisschen eingebildet, dass da im Hintergrund was wäre, aber die Kopfhörer sind wohl sehr gut. Dass man fast eigentlich alles wahrnimmt. Und ja, gut, das war's mit dem Führerschein. Inventar. Akten. Ah, okay. Iva, hier, Inventar. Mia, da. Das ist der hässliche Lappen, eine E-Mail von mir, okay. Führerschein, dieser Führerschein ist mit einer seltsamen schwarzen Substanz überzogen. Ja, da will ich aber nicht drauf gucken, oder? Naja, zeig mal her, eine schwarze Substanz, also. Mia. Na gut, scheiß drauf. Wir gehen jetzt ins Haus. Ey, Opa, ich komm rein. Ja, alles klar. Ist Kaffee und Kuchen schon fertig? Ja, hier, das erinnert mich an eine Demo hier von die Schaukel mit den Jungs da auf dem Videomaterial im Keller. Oh, das Chaos kenne ich ja. Naja, mal gucken, was nach der Szene gleich passiert, wenn wir besucht worden sind. Aber eine Demo heißt ja nicht immer alles, ne? Also, ja, gut. Alter. Ja, offene Türen. Ich lach mich weg.
So. Bevor ich mir aber richtig einen einpissen kann. Nur mal einen Schluck Zelda. Brüsterchen. Alter Schwede. Oh, Alter. Wenn man da schon reinguckt. Vor allem mitten im Wald. Da siehst du so einen Typen da, der lang geht da. Und hier ist das Haus ja offen. Auf einmal gerade hier. Naja. Okay. Der Tod wartet auf uns. Was? Alter, ich fühle mich gar nicht. Ich fühle mich gar nicht. Ich fühle mich gar nicht. Hallo? Alter! Ich sehe nichts! Ich bin raus! Oder warte mal, gibt's hier vielleicht irgendwie so eine Taschenlampe oder? Nee, ne? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Alter! Oh, du kleine Galoschensauder, Alter. Das war doch alles geplant, du Drecksack. Naja, immerhin haben wir jetzt schon mal eine Taschenlampe in der Hand. Hallo? Okay. Wir gucken da vorne jetzt mal. Ach so, okay, ja. Das ist wahrscheinlich wohl Großmodi beim Mediamarkt im Vorstand, die ihre Mitarbeiter glücklich machen. Da ist dieser beschissene Schrank. Alter! Du räudiger Stecher! Ja, nee, das ist mir klar. Dafür brauchen wir eine Brechstange, Alter! Ich hab jetzt schon keine Lust mehr, ey! Ist auf jeden Fall ein Sumpf. Kakerlaken, lecker. Willkommen im Dschungel, Freunde. Ja, du halt doch mal das Maul da jetzt da hinten. Uah, alter Schwede. Oh, Mist. Mist. Ja. Mist, ja, Mist. Herr Schmidt. Alter. Wer frisst denn sowas noch? Wie kann man nur hier leben? Komm, wir lesen mal ein bisschen Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen? Ah ja. Hallo? Alter, hör doch mal auf damit! Zum Kotzen mit dir! Oh, gut. Hier haben wir den Cheeseburger. Alter, ist das ein Pinguin oder ist das ein Vogel? Mach mal schön wieder zu den... Oh, das ist doch nur eine Sonne! Mein Gott! Mach das Wasser mal an hier. Gucken, was da rauskommt. Gar nichts, okay. War das jetzt irgendwas irgendwie... Eine Geheimtür, oder? Schönes Gummi. Da ist noch... Oh, da ist noch eine Dose Ravioli drin. Lecker. Und hier... Lecker, und hier ein Fischstäbchen. Hat jemand Hunger, Freunde? Nee, ne? Also, das ist ja unappetitlich. Mach den Scheiß wieder zu, Alter. Ist er bestimmt in die Tüte gekotzt und das in den Kühlschrank gestellt. Ich glaube, der ernährt sich doch wohl davon. Alter, ich hab doch keinen Bock mehr jetzt drauf. Das ist doch eine scheiße Kacke hier. Wie gesagt, ich hasse solche Horrorspiele. Hallo? Ja, da ist nichts drin. Wollen wir mal nach oben erstmal? Alter, dieses Bild hier, ey. Krebt doch echt nach Halle. Was ist das?
keine Reaktion, ja. No reaction. Wunderbar, hier liegt schon meine Videokassette und vor allem speichern und erstmal aufatmen, alter Schwede. Ah, okay, wird gespeichert. Okay. Verfallenes Haus heißt die Videokassette. Ich dachte, die Spritzparade 7. Wäre mal eine Abwechslung, außer nur Horror und Grusel. Ich brauche wieder ein neues Liquid langsam. Ich habe ja noch Vanille und normalen Nikotin. Verfallenes Haus. Ja, wie schön für dich. Nimm deine Scheißkassette, Alter, und dann gehen wir nach unten, jo? Dann gucken wir erstmal ein bisschen Pornos. Ey, diese Abteilung hier oben, das erinnert mich ein bisschen. War das Paranormal? War das das hier oder war es Paranormal mit den Puppen? Alter, ich will nicht nach unten. Hier oben war ich so schön. Sicher, hallo? Hallo? Bambuschka. Oh Mann, wie kann man nur so ein Scheißhaus leben? Hallo? Okay. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Tür auf. Ja, Tür auf. Mach mal die Tür bitte wieder zu. Ich werde hier ganz nervös, Alter. Alter, ich will das nicht mehr spielen. Hä, was ist das denn, Alter? Heilige Scheiße. Dämlicher Wichssack da hinten, Alter. Auf die Fresse oder was? Ich erzähle dir mal was. Oh. Das ist ein bisschen wie Saw hier, ne? Alter, hallo? Ey, Stinkstiefel! Oh, das kann doch wohl nicht angehen hier. Oh, da ist ein Stromkasten. Hm? Scheiße. Da fehlt ein Röhrchen. Oh, so. Ich will ihn nicht sehen. 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 Okay. Anscheinend müssen wir wohl Fernsehen gucken hier. Kombination mit der Videokassette. Ja, schmeiß rein den Scheiß. Mal gucken, was passiert. Play. Diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Ich sehe es nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Diesmal wenigstens zu dritt. Das geht doch noch als allein. Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Mal, irgendwie gefällt mir das gerade nicht so. Wir gehen noch mal rein. Ich muss das Ganze alles noch mal hier neu einstellen. Okay. Oh.
Na gut. Scheiß auf. Huch! Nach dir? Geh! Drecksack! Sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Herr Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was machst du? Andre? Andre! Andre! Clancy, weißt du, wo Andre hin ist? Wo ist er? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ja. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy, du bleibst bei mir. Gib doch das Arbeitsamt, du Arschloch. Da juckte das Gemüse. Musst du kratzen, Tatu, dann hast du gar keine Angst mehr. Was war das denn? Hast du es gehört? Andre! Wo zum Teufel ist der? Ach du Arsch! Mann! Andre, wo bist du, Mann? Ein verdammter Witz sein? Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Geh doch rein, du Arsch. Zuerst brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Da ist doch. Ist das nicht der Typ da unten? Alter. Muss das sein, du Arsch? Das ist, glaube ich, noch von der Demo, ne? Oder wie sieht's aus, Freunde? Alter. Was siehst du? Was ist? Oh mein Gott. Muss ich da wirklich hin? Ey, Arschloch! Hallo? Hallo? Aua. Das Kellerkind kam. Mann!
Das war eine Geheimtür hier. Alles klar. Naja, dann wollen wir mal weiter, ne? Alter, ich lasse diese scheiß verfickte Tür nicht mehr aus den Augen, Freunde. Ey. Oh Mann, ey. Okay, dann zieh mal an den scheiß Hebel. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Alter. Die Tür auf. Lass mich rein! Da gehe ich jetzt aber nicht runter. Ey, da gehe ich jetzt aber garantiert nicht runter. Ist da... Sind da Leichen da unten, oder? Alter. Was zur Hölle ist... Ey, dieser Typ, ey, wenn ich jetzt hier hochgucke... Oh, lieber nicht, Alter. Nicht, dass er noch davor steht, diese Missgeburt. Alter, muss ich jetzt hier... Verfluchte Scheiße, nicht, dass es mir auch gleich so gehen wird, diesen Typen. Shitty! Schmitty! Aua! Oh! Aua! Uiuiuiui! Ja, hier war der Typ, der hier gestorben ist. Aber... Was zur... Was zum Fick ist? Hallo? Meine ich doch, da ist irgendwas anders hier als in der Demo-Welt. Und ich mach mich gar nicht da. Das war nur ein Schatten, Alter. Oh fuck. Ja, und geh jetzt, Mensch. Nicht, dass er mir hinter mir am Arsch ist, Alter. Nicht so wie bei Outlast, ey. Das ist ja Outlast 2, Mann. Fuck. Gang Schmidt. Wie ist der Typ denn hier? Hallo? Alter. Freunde. Oh. Der Mann hat gebubst. Die berühmten Blubberblasen. Ah ja. Dieser scheiß Hartkopf. Boah! Oh. Alter, du scheiß hässliches Arschloch, ey. Ich hasse dich. Verpiss dich. Alter. Junge. Kauf dir mal die Wehr. Oh. Alter. Oh, 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 oh. Da muss ich jetzt im Ernst raus, oder was? Da war doch gerade eine Tür! Bitte nicht. Ah, hier ist dieser beschissene Käfig. Das ist wohl die Folterkammer von diesem Pissgesicht. Hallo? Ist doch nicht normal hier. Hallo? Du mir nichts, ich tue dir auch nichts, ja? Hast du mich verstanden? Sonst nehme ich hier gleich diesen Haken. Den kann man leider nicht nehmen. Alter, wo ist der? Hier war doch irgendwas, Mann. Mia? Mia, nein, nix Mia. Das ist nur eine scheiß Kassette. Das ist doch die alte Mia. Ich will mich jetzt nicht... Oh, das ist mein Schatten, alter Schwede. Boah, meine Fresse. Da ist ein Zettel. Und ein Bolzenschneider.
Was zur Hölle steht da? Drehen? I, was? Ha? Tamara? Elena? Clancy, alter Verfalter. Oh, ein Bolzenschneider, wie geil. Ich will da am liebsten gar nicht mehr zurück. Aber... okay. Dann wollen wir erst mal wagen, diese Scheißtür aufzumachen. Da kommt Helden gleich was. Alter, das ist doch typisch Horror. Mia. Mia. Hey Baby, bist du bereit für eine heiße Flitternacht? Ey, das ist ja fast so wie eine Gummizelle hier. Alter. Zu fressen hat sie auch wohl gekriegt. Hallo? Mia? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Du glaubst es? Wirklich? Mädchen, mach keinen Scheiß. Ich traue das alles nicht so wirklich. Alter, was ist das denn hier? Oh Gott. Also. Mädchen. Und jetzt? Ich nehme mal lieber noch einen Zug vor, ne? Alter. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Alter Schwede. Oh mein Gott, ey. Naja. Also,
Freunde. Wir haben unseren letzten Ködel jetzt geschissen. Ejo, was ist das denn? Oh. Hallo. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Oh. Oh, der ist wohl Kooperationspartner von Baby Born. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist doch seine... Mia? Was? Da ist doch eine Tür. Siehste? Da ist doch eine Tür. Oha. Schnell weg. Da ist doch eine Tür. Alter Schwede. Oh. Ah, hab's geahnt. Da ist eine Tür. Verpisst. Sie hat doch nicht in der Ecke versteckt. Alter, Schwede, Scheiße, 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 Scheiße. Ja, was habe ich vorausgeahnt, irgendwie. Und es regnet. Holla, die Waldfee. Es regnet. Hallo? Hier ist ein Telefon. Alter, das pisst ja in Ström hier. Kann ich wenigstens die... Nur wetten, das Telefon ist auch tot. Jo, alles klar. Alles klar, leg auf, du Arsch. Leg auf, du Arsch. Alter, wie kann man nur so... Oh, die Tür hat sich von alleine geschlossen. Ist klar. Da ist ein Zettel. Lese das. Karte des Gästehauses. Alter Schwede, das klingt da voll so kannibalisch irgendwie. Boah. Akten. Keine Akten. Nichts. Ach Quatsch, ich muss auf Inventar gehen. Oder? Alter, nee, komm Jungs. Mädels, wir machen das schon. Boah, jetzt Bilder hier an der Wand. Das ist doch Gruselfaktor 10, Mann. Oh, willkommen auf dem Scheißhaus. Alles klar. Oh, hier kann man nicht mehr abspülen. Oh, eine Flasche Schnaps vielleicht. Erste Hilfe hat's. Nein, das ist immer gut. Wenn ich jetzt Inventar gehe, habe ich... Ja, alles klar. Was ist das denn jetzt bitte? Erste Hilfe, Arznei. Alter! Hallo? Kommt das von hier oder was? Alter, verschlossen. Das kommt von da vorne. Alter! Du kleiner Rotzlöffel, Alter! Wolltest du mir hier... Ja, jetzt fängt es nicht mehr an zu regnen, oder was? Ich will da nicht wieder runter. Komm, run, boy, run! Du rennst nach vorne! Run, boy, run! Ist die Tür jetzt? Auf Scheiße! Ey, musst du da wieder runter, Mann? Du blöde Kackwurst auf Erden, Alter. Wie kann man nur so? Alter, wie kann man nur? Wir müssen da runter, Freunde. Tatsächlich. Was?
Alter, was? Oh, heilige Fuck! Das ist die Olle, Mann! Mann, bist du hässlich geworden! Oh, Mädel! Oh, man kann sich nicht mal... Alter, wehre dich! Oh, du Schnitzelfotze, Alter! Was ist los mit dir? Alter, au! Oh. Alter, was ist mit der denn? Was ist mit... Warte! Warte! Nein, nichts, warte! Alter, lass mich in Ruhe! Gehst du weg, du kleine, dämliche Hure, Alter! Es reicht mir, ey, das ist doch zu kacken mit dir hier, du kleines, hässliches Ding, Alter! Oh. Was? Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Oh. Ja, Arzneimittel. Ja, bitte nehmen. Hä? Klar? Was, Schnittwunden? Geil. Welche Zeit leben wir denn eigentlich, Freunde? Auf jeden Fall. Bleib mal schön liegen da, Madame. Bleib mal bitte schön liegen da. Alter Verfalter, ey. Alter Schwede. Boah. Hab ich mich eben ein weggeschissen. Madame? Was? Lass mich! Alter, was? Was denn? Was ist? Oh, Schnitte! Was los? Angriff, Alter! Du hättest nicht kommen sollen, Ethan! Warum? Warum? Geh weg, du kleine Hure, alte Dauerschlampe! Jetzt schnitz dich weg, du! Mäuschen, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Ist ja fast passend zum Valentinstag, aber nicht auf diese Art. Tut mir leid. Alter Schwede. Alter, die arme Braut. Oh ne, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Alter Schwede, ey. Oh, tut das Not? Alter, wo ist denn das scheiß verfickte Telefon da vorne? Arsch auf Grundeis, hallo? Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei dem Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden? Geh dahin. Jetzt. Ja. Okay, dann gehen wir da mal hoch jetzt. Ganz entspannt. Hä? Wo ist denn... Wo ist denn die Alte? Die... Hä? Wo ist die Alte? Die lacht doch noch eben hier. Was zur? Was zur? What the fuck? Shit! Frau Schmidt? Alter, Blutfleck an der Hand? Heißt doch meistens nichts Gutes, ne? Oder wie sieht das? Alter, hier war ich doch eben schon, Mann. Oh, hab ich mich selbst... hab ich mich selbst eingeschissen, ey. Ah, gut, hier war ja nix, ne?
weiß nicht, also. Scheiße, Alter. Muss man da vorne mal gucken, irgendwie. Muss ich mal. Irgendwie. Hä? Ist hier jemand? Na, hier ist nichts, ne? Ich bin furchteinflößend. Also. Scheiße, Alter, Schwede. Zum Dachboden kommen. Was soll ich denn auf dem Dachboden, du Schlingeltante? Wo bist du? Komm auf den Dachboden, ja. Ja, ich bin hier. Aber erstmal speichern, Freunde. Wir speichern das Ganze erstmal hier. Jawohl. So. Dann würde ich... Ich bin jetzt auf dem Dachboden, aber gut. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, an dieser Stelle, das war's erstmal hier mit Folge 1 von Episode 1, beziehungsweise von Dennis Spukshow. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und passt auf euch auf, wenn ihr schlafen geht. Also, haut rein.